Auf den ersten Satz, okay. Und? Salam alaikum, endlich ist es mal wieder soweit. Wir sind in der Mutterstadt. Wo ist denn deine Mutter? Salam alaikum, endlich ist es wieder soweit. Am 25.11. sind wir zurück in der Mutterstadt. Am 25. werden wir wo sein? Im Willy Brandt-Haus. Und arbeiten zusammen, dürfen wir das sagen? Arbeiten wir zusammen? Nee, wir haben eine Kooperation mit dem Freundeskreis des Willy Brandt-Hauses. Mit dem Freundeskreis Willy Brandt-Haus. Dazu gehört unter anderem Heartbeat. Ist das richtig, Lingi? Heartbeat Haifa. Heartbeat Haifa. Und ich erkläre euch jetzt, was wir ganz genau machen werden. Erstens Poetry Slam, zweitens Spoken Word, drittens Musik, viertens Podiumsdiskussion, fünftens Pause. Pause. Ihr fragt euch natürlich, was ist das Besondere an dieser Veranstaltung? Das sage ich euch. Wir haben die Möglichkeit, das erste Mal mit Jugendlichen, Palästinensern und Israelis gemeinsam hier in Deutschland, genauer in Berlin, im Willy Brandt-Haus etwas zu machen. Was? Palästinenser und Israelis im Willy Brandt-Haus mit Islam? Das ist natürlich noch lange nicht alles. Wir haben noch viel mehr vorbereitet. Abgesehen davon, dass ihr wie normal großartige Slam-Poeten sehen werdet. Nein, ihr werdet auch noch Heartbeat sehen, die produzieren verdammt coole Musik. Und natürlich werden wir dann zusammen mit unseren Slam-Poeten Spoken Word machen. Was das genau ist, wie es sich anhört. Boom! Abgelenkt. Seid auf jeden Fall dabei am 25.11. hier in Berlin im Willy Brandt-Haus um 18.30 Uhr. Freie Eintritte für alle. Essen und Trinken gibt's glaube ich auch, aber dafür müsst ihr dann wahrscheinlich zahlen. Seid dabei. Fertig? Von mir aus, ja.